Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Philofax-Video und zwar gestalten wir die neue Woche zusammen. Ich habe mir schon Washi-Tapes rausgelegt und zwar, das ist noch zu, das werde ich gleich öffnen, ein rotes mit weißen Punkten und ein blaues mit weißen Punkten. Außerdem möchte ich mal gucken, ob ich was von diesen Masking-Stickern verwenden werde. Ich hole mir jetzt erstmal meine beiden Blätter raus, die ich brauche. Und die zwei Blätter brauchen wir. Meinen Kalender lege ich mir eben zur Seite. Ich habe mir hier so eine Bastelmatte besorgt. Und da hängt noch etwas Washi-Tape drauf. So. So. Neue Woche, neues Glück. So, und los geht's. Ich glaube, ich mache das einfach dieses Mal wieder so, dass ich eine Musik drüber legen werde und ihr nur das Bild sehen werdet. Viel Spaß! Ach ja, was vielleicht an der Stelle mal noch zu erwähnen ist, ich habe mir ein Cuttermesser gekauft und dachte eigentlich, dass ich damit leichtes Spiel haben werde, aber irgendwie finde ich das viel aufwendiger als mit einer Schere. Mal gucken. Und schon haben wir unsere beiden Seiten gestaltet.
Ja, diese Woche gibt es ein bisschen mehr als letzte Woche schon zum Eintragen. Wir haben frei am Freitag. Yay! Die Glamour Shopping YouTube Week. Die Glamour Shopping Week beginnt. Ihr werdet höchstwahrscheinlich ganze 3 Videos bekommen. Upsala. Und ja, ich habe Teamsitzungen am Mittwoch. Hier ein paar Sachen für die Arbeit noch. Ich finde es eigentlich ganz schön geworden. Ich finde, die Farben passen gut zusammen und die Pünktchen mag ich auch. Ja, dann ordnen wir das doch einfach mal ein. Irgendwie hat sich das Licht gerade ganz komisch verändert gehabt. Ja, so sieht das erstmal jetzt aus. Wir haben natürlich noch unsere To-Do-Liste, unsere wöchentliche. Da möchte ich jetzt auch noch eben eintragen, dass wir am Mittwoch ein YouTube-Video haben, am Montag ein YouTube-Video und Samstag oder Sonntag ein YouTube-Video. Ich weiß gar nicht, ob ihr es jetzt gerade sehen könnt. Es ist auch total rotstichig irgendwie gerade geworden. Warum auch immer. Sieht schon besser aus. Ich weiß nicht, was da gerade eben los war. Ansonsten habe ich die Woche eigentlich noch nichts Großartiges vor. Wir können Freitag frei hinschreiben. Mit einem Herzchen. Und ich glaube, ihr könnt es gar nicht lesen. So. Dann hole ich mal meinen Kalender wieder. Wir haben hier unser You Are Here-Zeichen. Das passt jetzt farblich diesmal nicht ganz so gut. Spielt aber jetzt auch erstmal keine Rolle. Dann kommt unsere Weekly To-Do-Liste hier noch mitten rein. Und ja. So, ich habe euch ja gestern PicMonkey vorgestellt und ja, ich habe ein bisschen damit schon rumgespielt. Ich wollte einfach mal ein paar Sachen zeigen, die ich gemacht habe. Ich habe eigentlich noch mehr gemacht. Ich habe mir neue YouTube-Ideenseiten gestaltet, die ich aber noch nicht ausgedruckt habe. Darum zeige ich euch einfach mal, was ich bis jetzt eben gemacht habe. Das hatte ich heute Morgen auch schon bei Instagram gepostet. ja, das ist von Pinterest, könnt ihr finden. Da könnt ihr einfach mal unten in der Infobox gucken. Und das habe ich mir eben mit PicMonkey selbst gestaltet. Ist jetzt total unspektakulär, aber finde ich ganz cool. Vor allem in Verbindung eben mit meinem Essensplan, dass ich eben da einfach immer hinschreiben kann, was es so gibt. Bei meinem Essensplan können wir auch schon was eintragen, zumindest für heute. Ich weiß nämlich noch nicht, was es die Woche über geben wird. Heute gibt es einen Wok. Können wir schon mal einschreiben. Die Zutaten dazu habe ich selbstverständlich schon. Immerhin ist es Sonntag und wir können nicht einkaufen gehen. So, das können wir hier schon mal einheften wieder. Und was es sonst die Woche über geben wird, da lassen wir uns einfach mal überraschen. So, das sind die 2 Sachen, die ich neu habe. So, dann gehen wir mal weiter zu Arbeit. Und da habe ich mir auch eine Liste designt. Und zwar Work-to-Dos nennt sich die. Und ach, ich weiß nicht, das Licht ist irgendwie gerade echt miserabel. Hat eben hier so Schul-Icons, sage ich mal. Und da steht Work-to-Do drauf. Ja, das habe ich gemacht. Da haben wir nichts Neues. Ich habe das Seriending jetzt nach hinten getan. Einfach weil ich das vorne nicht brauche. Das habe ich mir nämlich noch gestaltet. Das fand ich auch ziemlich cool. Ich habe hier oben eben Postcard stehen und dann sind da verschiedene Kästchen, wo eben Name steht und die verschiedenen Sachen wie Straße, Ort, tralala, Postleitzahl. Und das fand ich eigentlich total süß. Und ich glaube, das ist auch ganz praktisch, wenn man das dann in seinem Kalender drin hat und immer weiß, wie die verschiedenen Adressen sind. Ja, das sind noch 2 Sachen, die ich euch zeigen wollte. Hinten habe ich das einfach mit Washi-Tape beklebt. Ich glaube, sonst habe ich nichts mehr. Lasst mich nicht lügen. Nein. Aber ich habe hier Sachen rausgenommen. Das Einzige, was jetzt eben noch hier drin ist, ist meine ganze Jahresübersicht und eben die Geburtstage. Hier noch ein paar kleine Sachen, einfach weil ich nicht weiß, wo ich die sonst hintun soll. Aber ansonsten ist hier nichts mehr drin. Diese anderen 2
Hüllen, die ihr hier sehen könnt, die ich auch vorhin benutzt habe, habe ich jetzt einfach mal rausgenommen. Ich weiß noch nicht genau, wo ich sie hin tun werde. Aber das hat einfach mein Organizer viel zu voll gemacht und ja, mich gestört. Jo, das war's auch schon wieder. Neue Woche, neues Glück. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn ihr das jede Woche haben wollt, dann sagt mir da doch mal Bescheid, weil dann mache ich das sehr gerne. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.